Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Es ist wieder, also diese Frage kommt auch öfter. Wie kann ich ein Gebet also nachmachen oder nachholen, meine ich. Es gibt ein Hadith von Ibn Umar, مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في أبو داود كذلك في الطبراني وهو حديث حسن أنه قال يعني ثلاثة لا يقبل منهما صلاتهم سبحان الله drei Arten von Leute wird eure Gebet nicht angenommen يعني هذه مصيبة richtig gefährlich das heißt diese drei Leute muss man wissen, damit wir nicht von dieser Leute zu sein. Das heißt, du betest, dein Gebet wird nicht angenommen. Einer von denen ist Imamun yusalli bin nasi und nasu lahu karihun. Einer, der vorbetet als Imam, aber die hinter ihm, die hassen ihn. Hassen ihm heißt nicht, dass du Probleme mit ihm hast und du hast ihm, hier wird sein Gebet nicht angenommen. Nein. Die Leute hier hassen ihn, warum? Weil er zum Beispiel Bid'ah macht, nicht vertrauenswürdig ist, kein gute, also Akhlaq hat. Der ist nur Angestellter und du hast nichts, du hast keine Kraft, du hast keine Macht. Du musst hinter ihm beten, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Sein Gebet wird nicht angenommen. Subhanallah. Sogar gibt es ein Hadith, La turfa'u salatuhu qadra shibrin an ra'sihi. Das heißt, das Gebet wird nicht von seinem Kopf, also eine breite Hand, hochgehen. Das heißt, sogar auch andere Hadith, yani, yusalli bin nasi wa salatuhu tal'anuhu. وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. Das heißt, sein Gebet wird nicht angenommen. Einer, der verbetet und die Leute, die hinter ihm beten, die wollen eigentlich ihn nicht haben, dass er verbetet, weil er Bid'ah macht und schlechte Sachen auch macht. Und auch die zweite ist: رجل أتى إلى الصلاة دبارا. Rajulun ata ila salati dibara heißt, einer, der immer zu spät in die Moschee kommt und verpasst sein Gebet. Verpasst. Also statt pünktlich al-Dhuhr zu beten, er betet erst, wenn al-Asr kommt. Das heißt, er hat al-Dhuhr verpasst. Erst, wenn al-Dhuhr kommt und er dann von al-Asr nicht kommt, dann wird er Al-Dhuhr und Al-Asr beten. Oder kann sein, dass er, wenn er nach Hause kommt, die fünf Gebete sammelt und auf einmal betet. هَذَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاتُهُ كَذَلِكَ. Sein Gebet wird nicht auch angenommen. Warum? Weil er immer diese Gewohnheit hat. Sogar die Gelehrten sagen, er braucht nicht diese Gebete, was er verpasst hat, nachzuholen, zu spät. Sein Gebet wird nicht angenommen, subhanallah. ورجل اعتمد يعني محران hier أو حران einer, der Kinder zum Beispiel als Sklaven nimmt oder Leute als Sklaven nimmt und er verkauft diese Leute, obwohl die keine Sklaven sind. Sklaven heißt, wenn Krieg kommt, dann in diesem Fall dürfen wir Leute als Sklaven nehmen. Aber dass du nur einfach Leute als Sklaven nimmst und weiter verkaufst, da kadalik haram auf Islam, darf man das nicht. Das heißt, sein Gebet wird auch nicht angenommen. Das heißt, diese drei Leute, einer der yusalli bin nasi und nasu lahu karihun, der betet vor, aber die Leute, die hinter ihm hassen ihn, die wollen ihn nicht als Vorbeter haben. Und die zweite ist, der sein Gebete später
also betet, bis die Zeit oder bis die nächste Zeit kommt, auch genauso. Außer, wenn er einen Grund hat, verschlafen zum Beispiel, ohne Absicht, hat verschlafen, kann man waqa ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, auch in Salat al-Subh, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat geschlafen, alle Sahaba auch geschlafen, und auf einmal, statt Al-Fazr pünktlich zu beten, die haben Al-Fazr gebetet oder Subh gebetet, erst wenn die Sonne rausgekommen ist. Aber hat nachgeholt, hat erstens die Zwarakat von Al-Fazr und dann die Zwarakat vom Pflichtgebet Al-Subh. Aber ohne Absicht. Wenn du einen Grund hast, ist was anderes. Ohne Grund meine ich, dass du einfach nur dein Gebet vernachlässigst. Hier in diesem Fall, dein Gebet wird nicht angenommen. Und auch einer, der einfach nur Leute nimmt als Sklaven und weiter verkauft, sein Gebet wird auch nicht angenommen. Allahu Akbar.